Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Wie ihr wahrscheinlich in der Überschrift und im Thumbnail gesehen habt, soll es heute um ein Tauschpaket gehen. Und zwar sieht das bei mir so aus. Ich bin richtig aufgeregt, ich freue mich mega. Und zwar habe ich das zusammen mit der lieben Svenja vom Kanal Secret of the Books gemacht. Ich denke, dass viele von euch sie bereits kennen, da ich sie auch ein paar Mal erwähnt hatte. Aber trotzdem werde ich ihren Kanal sowie ihr Video unten in die Infobox schicken. Ich habe ihr ja auch dann im Umkehrschluss dafür, dass sie mir was geschickt hat, auch für den gleichen Betrag, der war bei uns 30 Euro, was zukommen lassen. Wir haben uns vorher auch 5 Bücher jeweils aufgeschrieben, die wir uns quasi wünschen, und man konnte dann für den jeweils anderen eins von dieser Liste aussuchen. Es hat sehr viel Spaß gemacht und ja, sie hat mir schon geschrieben, dass meine Sachen bei ihr ganz gut angekommen sind, dass sie sich gefreut hätte, und jetzt bin ich auch mal gespannt, was sie mir so zukommen lassen hat. Ich hoffe auch, dass das alles gut rüberkommt in der Kamera, wie ich mich freue und so, weil ich jetzt auch ein bisschen zerrupft aussehe. Ich komme nämlich gerade von der Uni und bin gerade eben auch ausgerutscht, weil es glatt war und mein Knie ist jetzt offen. Ist alles halb so wild, aber es zwickt jetzt halt ein bisschen. Also das könnte meine Stimmung etwas dämpfen, aber ansonsten ist heute ein sehr, sehr toller Tag gewesen, deswegen denke ich, dass das hier das alles schön abrunden kann. Ja, fangen wir mal an. Ich habe es schon aufgemacht, aber eben nur den Deckel, damit es etwas schneller geht. Und sie hat hier das sehr perfekt eingepackt, muss ich sagen. Also hier sind so Luftpolsterteile drin. Mega gut. Und es ist alles wunderschön eingepackt hier. Vielleicht seht ihr das jetzt. In sehr, sehr schönem Geschenkpapier. So sieht das aus. Ja, und hier oben ist auch ein Brief in rosa. Weiß ich jetzt gar nicht, ob ich euch das vorlesen darf oder nicht. Oh, süß. Also sie schreibt, dass ein Buch, das hier drin ist, sie auch zu Hause besitzt. Und ja, vielleicht habe ich ja Lust, das mit dir auch zusammenzulesen. Ich finde übrigens, du schreibst wunderschön, Svenja. Richtig tolle Schrift. Und ja, mir hat es auch, oder ich finde es auch super toll, dass ich dich kennenlernen durfte, auch jetzt außerhalb von YouTube etwas. Und freue mich jetzt riesig auf die Sachen. Ich werde die Bücher, also man sieht ja dann relativ schnell, was Bücher sind, was nicht, jetzt auch erstmal etwas außen vor lassen. Und zwar mit den anderen Sachen anfangen. Ich habe hier einmal so ein Paket. Vielleicht ist das Tee. Also ich habe ihr, glaube ich, nur so kleine Tütchen geschenkt. Aber das hört sich an wie Tee. Wunderschönes. Ja, ich habe recht, ja. Thailändischer Namcha Mangostan Maracuja. Das hört sich cool an. Messner mag ich auch sehr, sehr gerne. Und ja, ich freue mich riesig, mal diesen Tee jetzt ausprobieren zu dürfen. Danke schon mal dafür. Ich liebe Teesorten. Geht bei mir immer super. Ich glaube, da mache ich mir nachher auch direkt mal ein. Ja, voll toll. Dann geht es weiter mit dieser Verpackung hier. Das könnte irgendwas Cremeartiges sein. Also ich finde, das hat so ein bisschen so eine Cremegröße, wieder Bodylotion oder sowas, wer weiß. Boah, und es ist Handcreme, ich habe es schon gesehen. Und zwar die Hand- und Nagelcreme mit Balsam von Camille, diese grüne hier. Die finde ich mega gut, die hatte ich schon mal. Reichhaltige Pflege und intensive Feuchtigkeit für trockene Haut. Sowas hatte ich mir nämlich von ihr gewünscht. Da ist Camilla, Aloe Vera und Avocadoöl drin. Und das hört sich super gut an. Danke, dass du mir diesen Wunsch erfüllt hast. Weil meine Hände sind immer mega trocken, so im Winter. Das hasse ich. Und dann habe ich hier was recht Kleines, Flaches. Was könnte denn da drin sein? Ah, das, wenn man hier drauf drückt, dann gibt es so nach, wie als wäre so eine Flüssigkeit oder sowas drin. Vielleicht ist es ja sogar eine Gesichtsmaske oder so. Ungefähr weiß ich ja, was ich mir auch an Goodies gewünscht hatte. Sie hat auch mehr Goodies rein als ich ihr. Das lag einfach am Preis, weil sie sich halt zum Teil dann auch ein Hardcover gewünscht hatte. Und das ist, somit war halt das Kontingent von 30 Euro recht schnell voll.
Aber ich freue mich jetzt riesig über diese Sachen. Und zwar ist es eine Harmoniemaske. Wohlfühlmomente verwöhnt Haut und Seele mit Mandelmilch und Honig. Oh, das hört sich mega gut an. Ich liebe es ja, wenn ich in der Badewanne liege, mir dann noch so eine Maske ins Gesicht zu schmieren. Echt richtig cool. Dankeschön. Die habe ich noch nie gehabt. Von Rossmann habe ich, glaube ich, generell noch nie wirklich eine Maske benutzt. Aber cool, jetzt kann ich das mal ausprobieren. Super, danke. Ich kann mir vorstellen, dass es gut riecht. Aber natürlich tut es das jetzt nicht durch das Päckchen. Aber hier geht es weiter mit diesem Päckchen. Das ist der letzte Zusatz, das letzte Goodie quasi. Und es ist nice. Eine Dusche. Wüstenrosen- und Sandelholzdufte von Far Oriental Moments. Das hört sich auch richtig gut an. Also, du hast auf jeden Fall meinen Geschmack getroffen. Ja, oh, es riecht sehr, sehr gut. Also da freue ich mich dann auch drauf, damit zu duschen. Super cool, Dankeschön. Ich glaube, ich sage echt ein bisschen zu oft Dankeschön, wenn es um Geschenke geht. Aber ich möchte halt auch wirklich ausdrücken, wie dankbar ich bin. Ja, und jetzt kommen wir zu den Büchern. Nein, kommen wir nicht. Da unten drunter waren noch zwei Sachen. Wow. Okay, aber dann ist der Karton leer. Also ich habe jetzt noch zwei größere Pakete und diese beiden. Ich glaube, das ist Schokolade und das noch eine Maske. Wow, aber voll die Überraschung. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass da noch was drunter liegt. Freut mich voll. Es ist noch eine Maske und zwar eine Peel-Off-Maske. Da bin ich mir nicht so sicher, was ich von diesen Teilen halten soll. Ich finde die ganz witzig, aber wenn dann noch so viel Schleimspuren, sage ich jetzt mal, im Gesicht hängen bleiben, nee, das mag ich dann nicht so gerne. Aber ich weiß gar nicht, ob ich die von Shabens oder wie diese Marke ja ist, schon mal ausprobiert habe. Vielleicht lässt sich die ja gut entfernen und sie reinigt Poren tief. Das ist auf jeden Fall schon mal gut für mich, weil in letzter Zeit meine Haut irgendwie ein bisschen schlechter geworden ist. Ja, aber das ist auch super. Masken kann man nie genug haben. Und jetzt kommt, ich glaube, es ist Schokolade. Ich bin ja so ein Schoki-Kind, ne? Haha. Ja! Oh, geil. Nice. Milka Triple Schoko-Kakao. Ich bin ein absoluter Milka-Fan. Vielen, vielen Dank, Svenja. Und diese Triple kenne ich noch gar nicht, aber da sind, glaube ich, verschiedene Füllungen so drin. Das hört sich richtig gut an. Lecker. Ich glaube, die muss ich nachher direkt mal vertilgen. Oh, schon lange keine Schokolade mehr gegessen. Ich freue mich echt drauf. Ja, und jetzt kommen wir zu den zwei Büchern. Das eine ist recht dick und das andere ist dünn. Es sind auf jeden Fall zwei Softcover. Ich hatte mir auch ein paar mehr Softcover im Vergleich zu ihr gewünscht. Deswegen war es bei ihr auf jeden Fall ein Hardcover und ein Softcover. Cool, ich freue mich echt mega. Yay! Oh, nice! Es ist von Larissa Brown, Feuer und Wind. Und dieser fette Schinken aus dem Lux Verlag hatte ich mir echt auch recht weit oben auf meine Wunschliste gesetzt. Hier soll es ja so ein bisschen um Wikinger aus dem 10. Jahrhundert gehen, aber die Protagonistin, die hier eben da ist, also die Person, die Protagonistin ist, kommt eigentlich aus der Zukunft, also selbst von unserer Perspektive aus der Zukunft, aber reist dann eben sehr extrem in die Vergangenheit und lernt dort den Wikinger Heirik kennen, ja. Und dann bin ich mal gespannt, ob es doch sehr Richtung New Adult geht. Das hoffe ich nämlich nicht, da ihr wahrscheinlich jetzt auch alle wisst, dass das nicht so wirklich mein Genre ist. Aber ich fand halt diesen historischen Aspekt zusammen mit der Zukunft und so und Zeitreisen mega ansprechend und freue mich riesig darauf. Ich kann mir vorstellen, dass du dieses Buch auch hast, also beziehungsweise ich weiß, dass du das Buch hast, liebe Svenja, weil ich dein letztes Neuzugänge-Video, glaube ich, war das gesehen habe und wir können es sehr gerne zusammen lesen. Ich würde mich riesig drauf freuen. Es ist halt dick, es kann gut sein, dass wir dann 2 Monate dafür brauchen oder so, da wir ja öfter ab und an dann auch mal was anderes zu tun haben.
Beziehungsweise bei mir ist bald Prüfungsphase vorbei, also dürfte eigentlich gehen, aber es wäre riesig, wenn wir das zusammen lesen könnten. Cool, ich freue mich richtig drüber. Ich hoffe, ihr könnt es sehen und du auch, liebe Svenja. Vielen, vielen Dank. Yay, cool. Das ist super. Also, ein Buch, das ich mir auf jeden Fall gewünscht habe, schon mal abgehakt. Jetzt gucken wir nach dem zweiten. Und ich finde dieses Geschenkpapier so cool. Wo gibt es denn das? Wo hast du das her? Das musst du mir auf jeden Fall mal sagen. Oh, yay. Dann habe ich außerdem hier noch von Mary Lou The Young Elites. Und auch darüber freue ich mich. Das ist ja jetzt im Dezember erst in Deutsch erschienen. Gab es schon sehr lange, glaube ich, auf Englisch. Aber ich hatte von Mary Lou eben Legend den ersten Band gelesen auf Englisch. Deshalb wollte ich diese Reihe jetzt auch auf Englisch haben und finde es einfach richtig cool, dass dieses Buch da jetzt drin war. Da geht es ja darum, dass Menschen, die einer bestimmten Infektion ausgesetzt waren, eventuell plötzlich Fähigkeiten entwickeln. Und das bei der Protagonistin ist das eben auch passiert. Sie wacht auf und hat plötzlich, ja, silberne Haare. Mehr weiß ich nicht über dieses Buch, aber ich finde, es hört sich ganz cool an mit dieser Epidemie und so und freue mich da auch sehr drauf. Ja, oh, richtig cool. Vielen, vielen Dank, Svenja. Ich hoffe jetzt echt, dass meine Freude rübergekommen ist. Es hat riesigen Spaß gemacht. Ich finde persönlich ja, dass es für jemand anderen Geschenke vorzubereiten, sich Gedanken zu machen, was könnte ihm gefallen, noch schöner ist, als Geschenke zu bekommen. Aber das ist nur meine Meinung. Ich freue mich auch riesig über diese Sachen. Und ja, du hast auf jeden Fall meinen Geschmack getroffen, liebe Svenja. Vor allem mit den Zusätzen dann noch. Ich meine, die Bücher, da war ja klar, dass ich mich dann darüber freue, weil ich sie ja auf meiner Wunschliste hatte. Aber ja, ich bin einfach nur baff. Es hat super viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass wir das nochmal machen. Ja, ich hoffe auch, dass ihr Zuschauer, ihr anderen jetzt Spaß an dem Video hattet und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Tschüssi!